Wir sind heute hier in Füchtdorf beim Traktorpulling. Wir waren am letzten Wochenende die deutschen Meisterschaften im Traktorpulling. Wir nutzen jetzt hier das Testgelände, um die aktuelle Generation Axion 900 gegen die neueste Generation Axion 900 zu testen. Wir haben heute hier etwas widrige Bedingungen. Es hat die letzte Nacht geregnet. Heißt, wir müssen von der Traktion ein bisschen schauen. Aber beide Maschinen sind komplett gleich ausgerüstet. Das heißt, wir haben Frontgewicht 2,6 Tonnen für beide Maschinen. Die Bereifung ist auch komplett gleich. Das heißt, auf der Vorderachse haben wir 650 70 R30 mit 1,1 Bar gefahren und auf der Hinterachse 710 85 R38 mit 0,9 Bar gefahren. Unser Bremswagen, der Red Shadow Third Edition, ist eine komplette Eigenkonstruktion. Unter dem Bremswagen befindet sich eine Kufel mit sogenannten Kratzern. Über der Kufel läuft ein Gewichtsbehälter, der mit unterschiedlichen Gängen in unterschiedlichen Geschwindigkeiten über das Rad angetrieben nach vorne fahren kann. Wir haben hier zwei Axion 39, das heißt, wir bewegen uns in der 350 PS Klasse und die neue Maschine hat aber noch mal 5 PS mehr bekommen. Bei dem heutigen Test hatten wir in der Back 4 Tonnen zugeladen, sprich also entspricht ein Gesamtgewicht von 19 Tonnen. Die Kufe haben wir bei 40 Meter abgesenkt und bei 85 Meter war die Back vorne. Der große Vorteil ist aber, die neue Maschine hat wesentlich mehr Drehmoment. Das heißt, wir bewegen uns ungefähr bei 1660 Newtonmeter Drehmoment und das schon bei 1400 Motorumdrehungen. Das sind ungefähr 200 Motorumdrehungen weniger als bei dem aktuellen Modell. Wir sind am Anfang der Strecke ungefähr mit 11,5 km/h losgefahren und hinten mit 2 km/h angekommen. Das Ganze hat ungefähr 60 Sekunden gedauert. Der große Vorteil mit dem neuen Traktor war, dass wir 7% schneller waren. Und das sogar, obwohl wir 200 Motorumdrehungen weniger gefahren sind, also nur bei 1400 Umdrehungen pro Minute. Die Vergleiche hier beim Traktorpulling bestätigen einfach nochmal, dass die neue Generation des Axion 900 wesentlich effizienter geworden ist.